Hallo, mein Name ist Monique Reiter. Ich bin Still- und Trageberaterin bei der Firma Tragzeit und zeige euch jetzt die Wickelkreuztrage, in der Kinder von Geburt an getragen werden können. Ihr sucht euch den Mittelpunkt des Tragetuchs, bei vielen Tragetüchern durch ein angenähtes Fähnchen zu erkennen, und bildet eine verdickte Oberkante, indem ihr das Tuch hier oben einfach zusammenrafft. Diese obere Kante legt ihr oben auf eure Brust, führt nur an der Kante entlang, die beiden Kanten hinten in eure linke Hand. Der rechte Zeigefinger geht zwischen die Tuchbahnen und übernimmt beide Bahnen, sodass die linke Hand von vorn unter die Schürze geht und sich hier hinten die rechte obere Kante greift. Jetzt gleitet ihr einfach an den Tuchbahnen entlang und legt euch diese locker auf die Schultern. Jetzt werden die Tuchbahnen auf der Schulter zusammengerafft. Und es wird kontrolliert, ob die Halsinnenkante und die Kante unter der Brust die gleiche ist, indem ihr gegenläufig zieht. Das müsst ihr auf beiden Seiten machen. Und wenn ihr euch dann sicher seid, stellt ihr den Beutel, in den das Kind gleich kommt, körpernah ein. Es sollte nicht zu weit sein, sonst müsst ihr nachher zu viel straffen. Aber auch nicht zu eng, denn sonst bekommt ihr das Kind nicht hinein. Und jetzt kann das Kind schon ins Tuch. Ihr nehmt euch das Kind, legt es auf die rechte Schulter. Ich habe hier meinen 7 Monate alten Sohn. Selbstverständlich könnt ihr es auch mit kleineren Kindern machen. Ich habe gerade kein kleineres. Und parkt die linke Tuchbahn unter der linken Achsel. Das Kind kommt auf die linke Schulter. Ihr öffnet mit der rechten Hand den Tuchbeutel und lasst das Baby hineingleiten. Dabei kommt ihr ihm mit der oberen Tuchkante entgegen. So. Die Füßchen werden gerettet. Einfach unten rausholen. Und das Kind wird schön angehockt und dieser Tuchbereich hier wird schön unter den Po des Kindes geschoben. Neugeborene kuscheln sich jetzt schon schön an. Mein Sohn ist schon etwas wacher und beobachtet. Jetzt beginnt ihr das Tuch zu straffen. Eine ganz wichtige Phase. Ihr fangt mit der rechten Seite an, denn das ist die unten verlaufende Bahn des Kreuzes. Diese strafft ihr zuerst, indem ihr diese obere Kante näht und zieht. Dadurch strafft sich die Kante oben am Hals des Kindes. Und diese Kante gebt ihr unten in eure linke Hand und der Unterarm, der stützt den Po des Kindes. Und jetzt stellt euch vor, mein Tuch hätte lauter Streifen. Jeder Streifen einzeln wird jetzt gestrafft, indem ihr mit dem Arm wie hinten in einen Rucksack geht und Bahn für Bahn strafft. Das darf am Anfang ziemlich Zeit in Anspruch nehmen, denn diese Seite hier wird gestrafft. Wenn das passiert ist, nimmt die rechte Hand die rechte Tuchbahn auf und stützt den Po des Kindes. Und die linke Hand nimmt die linke Halsinnenkante und strafft auch diese. Dadurch wird der Kopf des Kindes nochmal richtig schön rangeholt, denn das Tuch soll ja den Kopf halten. Wieder unten in die rechte Hand dazugeben und auch hier Bahn für Bahn straffen. Dabei strafft ihr hinten das Kreuz und verteilt das Gewicht des Kindes auf eurem Oberkörper. Wenn das passiert ist, kontrolliert, dass keine Falten im Tuch sind, wenn Kinder Kapuzen tragen. Genau, einfach rausnehmen. Oh, da ist jemand müde. Der richtige Zeitpunkt, um das Kind ins Tuch zu nehmen. Jetzt nehmt ihr die beiden Tuchbahnen auf Schulterhöhe des Kindes auf und bildet hinter eurem Rücken eine Linie und könnt so das Tuchkreuz einstellen. Einfach straffen, dabei wackelt das Kind vorne ein wenig und unter Spannung auf die Schultern legen, zu den Kniekehlen des Kindes gehen, unter dem Popo des Kindes die Tuchbahnen kreuzen und unter den Beinen nach hinten gehen und hinten einen flachen Knoten binden. Wenn ihr das geschafft habt, ist es wichtig, ganz zum Schluss noch einmal nachzuhocken. Das heißt, ihr greift in den Tuchbeutel und hockt das Kind noch einmal an. Dadurch rutscht der Po schön in das Tuch und das Kind ist im Tragetuch. Ihr könnt jetzt einkaufen gehen, staubsaugen, euch um andere Kinder kümmern, wie ihr wollt.